Jo, danke. Das sollte reichen. Zurück zum Spiel. Aber ich gebe mich hier nicht zufrieden. Ich will das hier unbedingt nochmal lösen. Was ist das denn? Habt ihr den Schleim gesehen? Das war der Schleim. Hier ein Dressur da hinten. So. Noch ein bisschen ausprobieren. So, da haben wir eins. Ich habe irgendwas gedrückt. Ich habe nicht gewusst, was es ist, aber ich habe es einfach gedrückt. Wir haben den einsamen Zauberhut. Wer bist du? Ist das Stimulation? Etwas anderes als Dunkelheit? Vielen Dank. Mach mit mir, was du willst. Alles, nur keine grenzenlosen Dunkelheit. Okay. Bin ich zufrieden. Wir haben es gelöst. Weiter geht's. Was ist das denn? Wir haben 21. Reicht mir nicht. So, hoch oder runter? Ekelhaft. Tja, tut mir leid, dass du das mit ansehen musst. Es ist das letzte Gebiet in Biotopia, in dem es noch Leben gibt. Diese stinkende, sich windende Aufhängung von Unzulänglichkeit. Hier gibt's Leben, und was ist das denn, Biohazard? Oh. Dieser feuchte Schrottplatz ist ziemlich unangenehm. Die gierigen Klauen seiner Bewohner suchen frische Wurz. Pass auf deine Knöchel auf. Was ist das denn? Können wir nur drei Karten ziehen, so wie es ausschaut. Wenn eine Kreatur mit diesem Siegel stirbt, wählt der Besitzer eine Kreatur, die das Siegel Neopanzer erhält. Ja. Was ist das denn? Geschenkbote. Wenn eine Karte mit diesem Kartensiegel stirbt, entsteht eine zufällige Karte auf deiner Hand. Nach 10, okay. Ja, ich bin Köder. Oh.
Oh, Herzchen, nicht weinen. Ich bin Mond von Birken. Ich werde dafür sorgen, dass es schnell geht. Der ist ganz schön heftig. Der Scharfschütze. Mach den mal hierher. Den mach hier hin. Der kann ja nicht sterben, oder? Kann sterben, okay. Noch ein Scharfschütze. Eigentlich, wenn ich den ausrotte. Tauschbot, okay. Bekomme ich dann Geld dafür? So, da haben wir ein Schildbot. Autsch, schon gut, Liebling. Denk an den Namen im Mund von Wilden. Ich will zurückkommen. Okay, wir haben ihn einfach besiegt. Cool. Jo. Das war nice. Bombenhefte. Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, wählt der Besitzer. Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, wählt der Besitzer eine Kreatur mit dem Siegel explosiv erhand. Okay. Das ist gut. Das ist gut. Fähig, Tauschbutt. Wir haben neues Schrott auf der Hand.
das Gefäß. Nee, lass mal das leere Gefäß draußen. Das brauchen wir jetzt nicht. Springbot, okay. Scharfschützen nochmal schön hier im Baum. Okay, wir sind schon ziemlich in der Bredouille. Da kommt der Doppelschütze, den wir noch nicht spielen können. Das müssen wir spielen. Machen wir noch den Scharfschützen her. Das war ordentlich cool. Ein weiterer Stern ist hinzugekommen, dein Kopfgeld hat sich erhöht. Jetzt können Kopfgeldjäger eines höheren Kalibers reagieren. Möchtest du an diesem Eis vorbei? Nun, ich schätze, ich könnte es beseitigen. Mit ein wenig Hitze sollte es klappen. Hehehe. Was ist denn? Ich bin nicht die Händlerin oder so, aber hier wird es ein bisschen geben und nehmen stattfinden. Du wirst eine Karte, eine deiner Karten von diesem hergeben müssen. Wenn diese Karte mit diesem Ziel wählt, der besitzt die Kreatur mit dem brüchig. Boah. Das ist ja nervig. Alarmbot. Die Kreatur, die sich eine Karte mit diesem Ziel entgegenstellt, erhält 1 plus Kraft. Skelett an Hefter. Wir haben ja keinen Bombenbot. Wir haben keine Bomben mehr in unserem Deck. Wir haben keine Skelette in unserem Deck. Was machen wir denn raus dafür? Okay, 4 Robo-Kohle.
mehr Käufe. Wähle mich, wähle mich. Lass mich kalibrieren. Wenn ein leeres Feld getroffen wird, bewegt sich mit. Aha. Oh ja. Definitiv Gestank. Der Doppelschütze stinkt. Jetzt steht Bild. Okay. Den kann ich nicht aufhalten. Uiuiuiui. Können wir leider nicht machen. Macht aber definitiv ein bisschen Platz hier auf dem Spielfeld. Doppelschütze stinkt. Lass den ruhig hier. So, jetzt können wir hier den Doppelschützen. Läuft doch. Oh, das ist böse. Schon wieder alles aufgefrischt.
Was ist eigentlich, wenn wir hier hochgehen? Was ist das da? Weil es ist online, ist genau zum falschen Zeitpunkt gekommen. Dieser Generator wird gleich explodieren oder so. Du musst ihn aufladen, bevor etwas passiert. Das Ganze ist ein Wettlauf gegen die Zeit, du wirst schon sehen. Stimulation. Okay, den muss ich aufladen. Wenn mein Gesicht null sagt, hast du verloren. Jawohl, da kommt der Energiebot. Den brauchen wir. Das schaffen wir aber locker. Ich fühle mich stimuliert. Die Zeit läuft hier davon. Ja, die Zeit läuft, aber... schon. Hallo Freund. So, jetzt haben wir hier den da. Sollte eigentlich ausreichen. Ich hoffe, dass es ausreicht. Come on! Fuck! Du hast ihn aufgeladen, bevor er explodiert ist. Wenn ich die applaudieren könnte, würde ich das tun. Wäre ein Schade. Nun, was haben wir denn da? Wenn eine Karte mit diesem Siegel stirbt, wählt der Besitzer eine Kreatur mit dem... Okay. Was ist denn das nochmal mit der Hand? Der springt doch. Schildanheftung. Im Weg stehende Kreaturen werden mitgeschoben. Das ist aber nicht cool. Ich glaube, wir nehmen das. Fand ich jetzt nicht unbedingt geil.
Okay, dann machen wir mal. Weiter geht's. Was hat's denn eigentlich damit auf sich hier? Was ist mit der Kamera los? Keine Ahnung. So viele mysteriöse Sachen. Was haben wir denn hier? Ui. Zu Beginn deines Zuges verwandelt sich eine Karte mit diesem Siegel in eine in die aus Bestiengestalt. Nehmen wir die mit. Die gefällt mir am besten. Dann gehen wir mal ganz kurz im Shop. Und zwar, ich habe genügend Geld. Wenn ich den Shop finde. Ne, wir müssen da noch. Und zwar Taste. Was ist das? Was ist das? Ein Blitz. Verleiht deinen Bots auf dem Brett Neopanzerung nicht übel. Aha. Cool. Definitiv. Kann ich gebrauchen. Gehen wir erstmal hier entlang. Oh, wow. Ein Stachel. Der verwandelt sich in eine bessere Kreatur, ne? Habe ich aber nichts entgegenzusetzen. Oh, wow. Eine Karte. Doppelschütze, Schildbot kommt hierher und Maxa meldet sich zum Dienst. Meine Mission, Ziel beseitigen, Kopfgeld abholen. Danach vielleicht ein kleines Unternehmen aufziehen. Eine Frühstückspension, irgendwas Nettes. Mich niederzulassen, eine Partnerin finden, ein paar Kinder herstellen. Alt werden, das Geschäft an meine Kinder übergeben. So
zufrieden mit meinem Lebenswerk dahin rüsten im Kreise meiner Familie. Doch zuerst Ziel beseitigen. Das ist extrem böse, sage ich euch. Das könnte eventuell schon das Ende sein. So viele Eindrücke. Leider kann ich nichts mehr spielen. So, was wir jetzt definitiv machen müssen. Hierher spielen. Er macht 2 Schaden, das ist gut. Schützenbot, Schützenbot, Schützenbot. Ach nee, oh komm, das ist böse. Das ist gemein. Ich werde meine künftigen Kinder mit diesem Amt erzählen. Irgendwann werden wir zusammen darüber lachen. Stimulation? So, Tauschbot. Da man schützen. So, das war's. Das gibt ein bisschen Gold. Geld auf die Kante. Oh, jetzt haben wir schon 3 Sternchen.